Neue Perspektiven suchen und erkennen. Dazu lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 23. Mai 2019 die kommenden Abiturienten, deren Eltern und andere Interessierte ein. Auf der Messe Wegweiser Duales Studium stellten sich zahlreiche Unternehmen und Hochschulen vor. Sie boten den künftigen Studenten Einblicke in ihre Betriebe und Studiengänge. So zum Beispiel die Industriebau Wernigerode GmbH, welche schon mehrfach positive Ergebnisse durch ihre Teilnahme an der Messe verzeichnen konnte. Diese Erfahrung wird von den Studenten geteilt. Ich finde die Ausbildung sehr, sehr gut, weil es sehr praxisnah ist. Alles, was im Studio vermittelt wird, wird einem sehr nah beigebracht auf der Baustelle. Und da habe ich mit Industriebau Wernigerode einen sehr guten Partner gefunden, der einem wirklich immer unterstützt und der ihm hilft. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Hohes Lob von kommenden Studenten wünschen sich natürlich auch die neuen Messeteilnehmer. So war auch die Deutsche Bank in diesem Jahr zum ersten Mal vertreten, in der Hoffnung, einige der vielversprechenden Bewerber für sich zu begeistern. Als Ausgleich zu Büro und Werkhalle bietet die Hochschule Magdeburg-Stendal ihren Studenten mit ihrem weitläufigen Magdeburger Campus eine grüne Alternative. Wir haben einen sehr großen grünen Campus mit vielen Möglichkeiten, sich eher in den Pausen auch mal draußen einfach auf die Wiese zu werfen und zu entspannen, direkten Kontakt mit den Professoren, auch mal über Dinge des Studiums zu sprechen außerhalb des Hörsaals. Das ist eine sehr private Atmosphäre in einem schönen, gemütlichen Campus. Auch die Telekom ließ es sich nicht nehmen, auf Tuchfühlung mit der nächsten Generation potenzieller Tech-Profis zu gehen. Um die einzigartigen Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten ergreifen zu können, braucht man aber auch hier vor allem eine Sache. Auf jeden Fall Bock, würde ich sagen. Also ohne Bock kann man bei der Telekom zwar auch irgendwie durchkommen, aber ich finde, man kann halt viel bewegen, auch im dualen Studium. Und ich gehe dieses Jahr ins Ausland, nach Singapur. Und ja, wenn man sich halt vorher da wirklich für interessiert und auch wirklich ein Engagement zeigt, dann kann man da wirklich viel machen, genau. Singapur, Baustellen, Hochschulen oder vielleicht doch zur Polizei? Das kann schon ziemlich verwirren. Konnte die Messe helfen, bei den Besuchern Klarheit zu schaffen? Also ich bin jetzt hier einmal rumgegangen, habe mir die Hochschulen vor allem nochmal angeguckt, habe jetzt auch von Telekom mir das nochmal angeguckt und es war sehr interessant, was man hier so erfährt. Wir wünschen einen sicheren und einfachen Start ins Studium, egal wo es hingeht.